Hinter euch könnt ihr spüren, wie die Zeltplane zurückgeschoben wird und ihr in das Dunkel des Zeltes eintaucht. Vor euch steht ein großer Tisch, dahinter Elmar Havax. Weiße Haare, man kann ihm das Alter nicht mehr wirklich ansehen, sein Alter ist unbestimmt, aber was ihn unglaublich respektvoll erscheinen lässt, ist nicht nur sein Aussehen, sondern vor allem die schwarze Vollendurium-Rüstung mit seinem Schwert daran, Atainak, was mit euch flüstert, und ebenso der Streitkolben, der hinter ihm auf einem großen Waffenständer steht, und ihr könnt darin sehen den Splitter von Belhalhal. Er betrachtet euch misstrauisch. Seine Augen zucken von links nach rechts, begutachten euch. Er geht und tastet an eurem Körper entlang. Brennender Blick, der zwischen euch umher wandert. Und dann könnt ihr einen Tritt in eure Knie spüren. Ja, von hinten hat sich da wohl entweder Sarastro Dorkstein oder Harlejin oder eine der Wachen hinter euch gestellt, sodass ihr dann auf die Knie einsinkt. Erst links, dann rechts. Ehe ihr wirklich begreift, was das gerade bedeutet, vor so einem mächtigen Heptarchen zu stehen, der nicht in einem gewaltigen Thronsaal steht, sondern nur in einem kleinen Heerführerzelt. Hinter euch könnt ihr die Stimme von Sarastro Dorkstein vernehmen. Mit euch spricht Fürst Komtur von Maraskan, Helme Hafax, größter Feldherr aller Zeiten. Ihr seid also diejenigen, die das Mittelreich entsendet, um die Tributforderung zu übergeben. Korrekt. Wer seid ihr? Mein Name ist Kiaras Karinor. Wir sind in der Tat hier, um mit euch zu verhandeln, die Übergabe der Gewalten Yasina Melena zu verhandeln. Ausgezeichnet. Wir haben selbstverständlich davon gehört, dass die Regierung gefallen ist. Sei es drum. Cordovan hat sein Ziel erfüllt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ihr Yasina mit euch führt. Wenn das Mittelreich noch irgendjemand von Intelligenz bei sich hat, dann wäre es natürlich vermessen, Yasina mitzuführen. Und dennoch will ich wissen, wo sie ist. Die Gewalte Yasina Melena ist in Sicherheit, im Schutz ihrer Göttin und unantastbar. Sie hat sich bereit erklärt, sich freiwillig in euren Gewahrsam zu begeben, sollten diese Verhandlungen von Erfolg gekrönt sein. Gut. Dann besprechen wir also die Übergabe. Wie und wo? Ich denke, ihr habt sicherlich schon eure Vorkehrungen getroffen. Das haben wir in der Tat. Doch, wenn ihr es erlaubt, würden wir zuerst gerne verhandeln euren Teil der Abmachung. Mein Teil der Abmachung. Wenn ich Asina habe, gebe ich euch den Splitter. Und das Leben der Metze. Ihr gebt uns den Splitter. Das ist sehr annehmbar. Doch. Wir würden auch bevorzugen, wenn ihr eure Truppen aus Aranien zurückzieht und einem Waffenstillstand zustimmt. Ich habe nicht vor, mit meinen Truppen in Araniens weiter zu verweilen. Wir werden uns in denkbar kurzer Zeit zurückziehen. Dürfen wir gerne eine Menschenkenntnisprobe machen. Kulturkunde Schwarze Lande würden zählen, wenn ihr sowas hättet. Hab ich, aber nicht eingerechnet. Du hast die? Plus zwei. Ja, hab ich. Wenn er sagt zurückziehen, dann stimmt das zwar, das ist keine Lüge, aber es verbirgt sich so viel mehr hinter dem Zurückziehen. So viel mehr. Ich kneife die Augen kurz zusammen. Außerdem verlangen wir, dass ihr jedwede Unterstützung, militärisch oder zivil, gegenüber Oron einstellt. Gegenüber Oron. Sollte euch nicht daran gelegen sein, wenn das Auronische Heer vernichtet wird. Ja, deswegen wollen wir, dass ihr sie nicht unterstützt. Eine Sorge. Wenn ich euch den Splitter von Demiona von Zorgon zusage, dann ist das sicherlich nichts, was sie gutheißen wird.
Sehr gut. Ein geeigneter Übergabeort wäre es dann, sobald eure Truppen die Grenzen verlassen haben, werdet ihr mit ihr die Grenzen überschreiten dürfen. Wie gesagt, ich werde mich zurückziehen, gemeinsam mit meinem Heer, und wir werden die Schiffe bemannen und ihr werdet uns weder in Aranien noch in Oron jemals wiedersehen, sollten wir Yasina bekommen. Alternativ landen wir in Perikum an und dann wird ein Sturm entbrennen, den ihr nicht einmal erahnen könntet. Das wollen wir doch gerne verhindern. Ja, das sind Bedingungen, denen wir zustimmen können. Gut. Dann werde ich euch einen meiner Admiräle zur Verfügung stellen, einen meiner Adjutanten. Und ihr könnt ihm oder ihr Yasina übergeben und der oder diejenige wird dafür sorgen, dass Yasina sicher in unser Gebiet vordringen kann. Erlaubt ihr mir eine Frage? Das kommt drauf an, welche Frage. Warum die Geweihte? Wieso ist sie euch so viel wert? Eine gute Frage. Weil sie über Wissen verfügt, das es sonst auf Aventurien nicht gibt. Zudem kenne ich sie und weiß um ihr Wesen. Das mag sich zwar in den vielen Jahren verändert haben und dennoch weiß ich, wie ich Menschen zu lesen habe. Ich kann Yasina vertrauen. Wir haben uns damals kennengelernt, als ich mit dem Admiral gesegelt bin. Wir haben in der Tat auch mit ihr geredet und sie hat gut über euch gesprochen, weswegen wir bereit sind, mit euch zu verhandeln. Habe ich euer Wort, dass ihr sie nicht einfach opfern werdet und ihre Seele schänden werdet? Ich hätte so sehr viele mehr Hesinde, Geweihte und Hochgeweihte, die ich hätte opfern können. Dennoch keine, die wir freiwillig in eure Obhut übergeben. Und dennoch könnte ich dies tun. Nein, mir ist sicherlich sehr viel mehr an ihrem Leben gelegen, als ihr wirklich begreift. Sie ist nicht nur einfach irgendjemand und sie besitzt nicht nur einfach irgendwelches Wissen. Sie ist für mich von enormer Bedeutung. Aber dessen solltet ihr euch bewusst sein. Immerhin tausche ich ihr Leben gegen euer Mittelreich ein. Ja, deswegen muss ich euch diese Frage stellen. Sprich ja die Wahrheit. Aktuell oder nicht gelogen? Gut, ich atme dann einmal tief durch. Also gut. Wir stimmen den Bedingungen zu. Gut, ich hätte mit nichts anderem gerechnet. Dann ich werde euch Sarastro und Azirel mitgeben. Sie werden gemeinsam Yasina in Empfang nehmen und mir dann Bericht erstatten. Sollte alles glatt laufen, segeln wir von El Burum aus nicht nach Perikum. Und dann zurück nach Jagan. Sehr gut, ich garantiere Ihre absolute diplomatische Immunität. Wie ich auch eure garantiere. Was sagt ihr zu einem, wie vorgeschlagen, Waffenstillstand? Mit allen 12 göttlichen Reichen für 10 Jahre. Mit allen 12 göttlichen Reichen. Er steht, wie gesagt, an einem großen Tisch und würde dich dann einmal selbst dazu winken. Du merkst, wie du grob von hinten gepackt wirst, wieder auf die Knie gezogen wirst und ja, dann vor einer großen Aventurienkarte stehst. Ja, ich muss gar nicht gezogen werden. Ich stehe auf und gehe zu ihm und blicke auf die Karte. Wo wollt ihr Immunität? Ich ziehe eine Grenze, die Schwarze Sichel entlang, die Trollzacken entlang, also Togrien ausgeschlossen, Aranien entlang, mit einem Blick auf ihn, Oran mit eingeschlossen, wenn wir es zurückerobert haben. Und auch Kunthur mit eingeschlossen. 10 Jahre. 10 Jahre. Was bekomme ich dafür von euch?
dasselbe Angebot. Auch wir werden euch 10 Jahre nicht angreifen. Ein vernichtetes Gareth. Nun auch Perikum als letzte Zuflucht und wir wissen beide, dass die blutige See dank Palligan, eurem Erzfeind, nicht befahrbar ist. Zorgan ist zwar nicht vernichtet, aber ein Großteil seines Heeres beraubt. Das Horasreich ist wie immer in inneren Querelen verstrickt. Verheim ist vernichtet. Albenhus verfügt über keine Armee. Avena ist wie immer mit der Seefahrt beschäftigt und zankt sich mit den weiteren Horasiern oder wird überfallen von Torvalern. Andagast und Nostria erscheinen immer zu spät zu einem Krieg und die Orks drohen, von Norden nach Süden durchzubrechen. Vielleicht hatten wir noch Weiden. Die Badier und die Tralopper, die sich an irgendwie so etwas wie Verträge oder an Kriege halten könnten, die mir allerdings nicht gefährlich werden könnten. Festum ist dank des schwarzen Eises auch vernichtet. Von so einem Friedensschluss hätte ich also so denkbar wenig. Mach dein Gegenangebot. Was wollt ihr für einen Waffenstillstand? Ich brauche keinen Waffenstillstand. Was gebt ihr mir für Beilung? Und dabei schaut er einmal zu Isarun. Die guckt erst einmal sehr verdutzt, dass sie direkt angesprochen wird. Ihr meint jetzt nicht mich persönlich. Ich meine euch, wie ihr hier sitzt und für das Mittelreich behandeln dürft. Und ich sehe euch an, weil ihr wohl von dort kommt. Das ist korrekt. Ein Hafen, den ich von Jagan aus sicherlich bald einnehmen könnte, wenn ich dies denn wollte. Alternativ von Landseite aus. Was könnt ihr mir für Beilung geben? Rassasor befindet sich immer noch in Verheim. Und ich denke, wenn ihr Beilung als Ziel habt, wird auch er euch im Weg stehen. Rassasor. Assassos Pläne gehen weit darüber hinaus. Wenn ihr uns einen Waffenstillstand gewährt, haben wir genug Zeit und die Möglichkeit, uns voll und ganz ihm zu widmen. Möglicherweise gemeinsam. Ein Schlag von 2 Seiten gegen den Vernichter des Lebens. Ich denke, ihr solltet zunächst einmal nach Gareth zurückkehren und die Bruchstücke und Scherben aufsammeln. Ihr solltet Verheim zurückerobern und den schwarzen Drachen zurück nach Wahrung drängen. Oder vernichten. Und danach lade ich euch vielleicht ein, noch einmal mit mir zu sprechen. Schauen wir, ob ihr taktieren könnt, denn mit euch habe ich noch kein Garadan gespielt. Schauen wir, ob ihr mehr vermögt als der Berg. Ist er gefallen? Ob er gefallen ist! Ja. Das ist eine Überredenprobe. Moment, worüber redet er jetzt gerade? Tja. Dann hast du ihn wohl nicht verstanden. Er meint die Stadt, oder? Er fragte nach dem Berg, ob der Berg gefallen ist. Ja, dann lüge ich nicht. Ich habe ja gesagt, die Stadt ist ja gefallen. Ja, würfel eine Überredenprobe. Möchte vielleicht noch jemand vorher Kiaras helfen? Ich kenne mir die Exzellenz, wenn ihr gestattet. Er schaut dich an. Wie gesagt, seine Blicke wandern feurig, brennt immer hin und her. Und dann kannst du den Blick auf dir spüren. Verzeiht. Mein Name ist Avemiria Morenes. Ihr meintet Leoma von Berg? Korrekt, den Erzmarschall. Eure Exzellenz, er wurde aus dem Mittelreich meines Wissens verbannt aufgrund eines Hochverrates. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist nun uns nicht bekannt. Leoma hat das Mittelreich verraten.
dafür habt ihr mich da am Maraskan geschickt! Wen meint ihr? Uns? Nein, tut er nicht. Das Mittelreich. Ich meine das Mittelreich. Ihr habt mich verraten. Habt mir denn die Grafenwürde weggenommen und den Titel des Reichserzmarschalls, habt mich nach Maraskan abgeschoben. Mich verraten dafür, dass der Berg an meine Stelle treten darf. Und jetzt verrät er das Mittelreich! Verräter sind heutzutage überall zu finden. Die Korruption in Gareth war tiefreichend. Sehr tiefreichend. Wenn ihr wüsstet, was ich alles für Informationen habe. Der Angriff Galottes hat sehr viel freigelegt. Ordoran, dessen bin ich mir sicher. Selbst in seinem Tod stiftet er noch Unfrieden. Gut. Dann bleibt es bei diesem Plan bestehen. Ich kann euch keinen Frieden für Beilung zusichern. Und wir werden ein weiteres Mal mit weiteren Vorstellungen sprechen. Ihr werdet dann von mir hören. Ihr werdet sehen, wo ich aufschlage. Also gut, ich beende an dieser Stelle den Krieg und erkläre euch hiermit den Frieden. Euch, Aranien und dem Mittelreich. Und dem Horasreich. Wir werden uns wiedersehen. Hoffentlich unter ebenso wohlgesinnten Umständen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, für den Frieden. Ja, er winkt so ein bisschen beiläufig mit der Hand und entlässt euch damit. Ja, ihr werdet ja, dann auch direkt gepackt und weggeschleift. Also von jeweils hinten die Wachen, Edidut, Sarastro Dorkstein und dann auch Haligin. Und schnappt dann wieder die Luft von Barbrück. Über euch brennt die Sonne. Ihr könnt vor euch stehen sehen Azarel Scharlachkraut, die da gerade immer noch mit einem Tee steht und euch freundlich zulächelt. Ihr habt diese Begegnung mit Helm Arfax überlebt. Ich kratze mir erleichtert an der Nase. Leider habt ihr recht. Gehen wir. Mir ist schlecht, ist euch auch schlecht. Mir ist echt schlecht. Ich laufe voran. Wenn ich mitkomme, wird gezogen. Ja, ich folge. Sarastro, hättet ihr die Güte, mich loszulassen? Ja, wirst auch losgelassen. Der wechselt noch ein paar Worte mit dem Fürstkomtur. Und ja, wenn ihr dann wieder zu den Pferden geführt werdet von Haligin, dann könnt ihr auch sehen, dass sich Azarel ebenso ein Pferd organisiert und Sarastro kommt dann in einem Stechschritt dann auch wieder zurück zu euch und wird sich dann ebenso ein Pferd bemühen. Frau Scharlachkraut, was sucht ihr bei uns? Sie soll uns doch begleiten. Und wenn ich das mitbekommen habe, dann sollte ich euch in Richtung Zorgan begleiten, oder? Ah, wo findet sich Yasina? Dorkstein. Nein, beide. Wenigstens für in guter Gesellschaft. Ich denke auch. Ich glaube, Sarastro kann selbst für seine Sicherheit sorgen, aber immerhin müssen wir ja auch Yasina dann mit diplomatischer Immunität zu dem Fürstkomtur bringen. Typisch. Wenn ihr wüsstet, was ihr da gerade entfesselt habt. Es hat gerade erst begonnen. Oh, dessen bin ich mir sicher. Das bezweifle ich. Es ist doch schon lange dran. Im besten Fall sterben wir alle. Die Frage ist, hat es jemals aufgehört? Das Sterben? Nein. Aber Abelmir, wir sterben in Mut und einem Lied auf unseren Lippen. Nun, ich ziehe es vor, die gute aventurische Luft weiterhin zu atmen. Ach. Lass dir den Tod nicht vermiesen von den ganzen anwesenden Paktierern und Robertianerinnen. Ist das eure korrekte Ansprache? Ja, gewiss. Okay. Ich weiß nicht, hat die Dame, haben sie irgendeinen Titel? Sowas? Du kannst mich einfach Azarel nennen, aber
Titel Hohepriesterin der Borborat-Kirche. Eminenz? Nehmen wir euch Azariel. Ich wollte gerade sagen, Azariel reicht mir vollkommen. Ich denke, Azariel ist da die Wahl, der ich mich anschließen möchte. Also gut, brechen wir auf. Wie gestaltet sich eigentlich die Kommunikation mit dem Fürst Komtur? Über ein paar Gedankenbilder. Natürlich. Ich schnappe mir mal Kiaras und möchte mit dem ein Stück von den anderen wegreiten. Ja, also ihr könnt dann auch, wenn ihr die Pferde dann wieder bekommt, Haliji noch einmal hinterher blicken und über die Brücke reiten. Der bleibt dann zurück und nach wird dann auch Azariel und Sarastro zunächst ein kleines Gespräch vertieft bleiben und euch dann hinterher reiten. Wir haben keine Eile, solange ihr eben nicht jetzt im vollen Galopp oder sowas wegsprintet. Aber da gibt es ja auch aktuell keine Veranlassung zu. Waffen hat Azariel nicht, zumindest keine offensichtlichen. Sarastro hat ein Tuzak-Schwert, also irgendein maraskanisches Tuzak-Messer hat er dabei. Und eure Waffen wurden euch selbstverständlich auch wieder ausgehändigt, beziehungsweise sind vollständig an den Satteltaschen. Da hat sich niemand drum bemüht, die irgendwie zu untersuchen oder so. Ja, ich würde Kiaras mal bedeuten, mir zu folgen und dann, keine Ahnung, 40, 50, 70, 80 Meter von denen wegreiten, damit wir auf jeden Fall das jetzt nicht mehr hören können. Karinor? Ja? Habt ihr euch schon überlegt, wie ihr unserem gemeinsamen Freund Yalan beipflichten wollt, den Mann da hinten nicht umzubringen? Oder die Dame? Du hältst ihn fest? Ich dachte mir an eine Raya-gefälligere Methode, wenn ihr versteht, was ich meine. Nun, ja gut, das ist so ein wenig... es spricht so etwas gegen mich, Raya auszunutzen für unseren eigenen Zweck, aber ich denke, dies ist eine gute Methode, um ihn zumindest ruhig zu stellen. Wenn ich das mal so frei formulieren darf, der Mann hat ein schweres sexuelles Interesse an euch und ich denke, jetzt wäre ein guter Moment, um dieses zu erfüllen, damit er uns nicht alle tötet. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wer bin ich, nein zu sagen, wenn man Probleme durch Sex lösen kann? Das habe ich mir gedacht, deswegen sprach ich das auch so offen an. Ich habe mir gedacht, wenn einer diesen Kerl flachlegt, dann seid ihr das. Sehr gut. Ihr haltet die beiden aus dem Blick und ich verführe die anderen. Ja, ich denke, das wird keine besonders schwere Fähigkeit, aber ich bin da vollends im Vertrauen, dass ihr das hinbekommen werdet. Oh, keine Sorge, das kriege ich. Das kann ich auf jeden Fall besser als... Meine Schwester ist die Diplomatin, nicht ich. Ihr habt euch gut gehalten. Lasst euch von den Mittelreichern nichts erzählen. Aber ich wäre vorsichtig bei dieser Scharlachbraut. Scharlachkraut? Ach, nun... Sie ist, glaube ich... Sie ist durchaus hübsch. Und ja, hat interessante Ansichten, wenn auch ein wenig naiv. Ich befürchte, die Dame ist eine... Ich würde mal in der Anfang sagen, eventuell eine gemeine Schlange, die uns alle töten will. Aber... Nun ist nicht viel anders von zu Hause. Wo ihr recht habt. Wo ihr recht habt. Aber das war's auch schon. Ich wollte das nur mal mit euch abgesprochen haben, dass ihr euch da vielleicht um Yalans Bedürfnisse kümmert, sodass er abgelenkt ist und nicht die umbringt. Werde ich machen. Ich muss zugeben, es ist fast schon angenehmer, wieder mit Leuten zu sprechen, die ein wenig intriganter sind. Kann ihnen mehr vertrauen, weil man weiß, sie werden einen verraten. Das ist wirklich schön. Es ist auch mal wieder ein gutes Training, so dass man sein drittes Auge, wie man sagt, im Hinterkopf trainiert, wisst ihr? Dass man immer gleich den Pfeil erwartet. Oder hier eher den Flammenzauber. Oder? Ja, ich hasse Pfeile, die einem plötzlich in den Kopf schießen. Ja, ich trage jetzt ja keine Helme mehr. Deswegen trage ich einen Helm. Ja, ihr hängt zu viel am Leben, wie Abelmir. Dem müssen wir übrigens auch nochmal eine Dame suchen. Der wirkt mir auch schon wieder ganz, ganz gespannt den ganzen Tag. Geht mir ein bisschen auf den Sack. Ich frage mich nur, wie Helmer Hafax reagieren wird, wenn er rausfindet, dass, sollte dieser Waffenstillstand zumstande kommen, dass Helmport jetzt offiziell zu Garad gehört.
Ich denke, das besprechen wir am besten einfach nie. Na, wahrscheinlich gut so. Sehr gute Entscheidung. Dann würde ich mich wieder zurückfallen lassen und wieder mich der offiziellen Reitgruppe anschließen. Ja, Jaris kann dann auch vorne auf dem Hügel Aviander Falkenflug wieder entdecken, die Harvestgeweide, mit der ihr unterwegs seid. Und ja, was machen währenddessen die anderen? Boltax, Isarun und Abelmir. Habt ihr noch eigene Gespräche, die ihr führen wollt? Ich würde es vorziehen, mit Azariel nicht zu reden. Nachdem du vorhin schon so viel mit ihr gewechselt hast? Ja, viel zu viel. Ja, also ihr könnt euch auf alle Fälle auch absetzen und die reiten euch dann so hinterher, dass sie das nicht hören. Das ist völlig okay. Was kennt ihr für seltsame Gestalten, Abelmir? Ja, sie ist eine falsche Schlange. Jedes Wort von ihr ist Gift. Doch, sie wirkt eigentlich ganz nett. Das täuscht. Dafür habt ihr euch aber ganz schön angeregt mit ihr unterhalten. Wie heißt es so schön im Horasreich? Kenne deine Feinde und halte sie dir nahe. Sehr widerlich. Bei den Zwergen ist das anders. Unsere Feinde sind die Drachen und die wollen wir nicht nahe haben. Wieso sollte man seine Feinde nahe haben wollen? Das ist bestimmt nur so eine verrückte horasische Idee. Damit man sie glaube hat. Natürlich. Ja, aber da kann man doch auch eine Armbrust nehmen. Oder einen Bogen. Ihr habt noch nicht viel Erfahrung mit Metaphern, oder? Nein. Das dachte ich mir. Es bedeutet so viel wie übertragen. Ein übertragenes Bildspiel. Also, es magisch. Nein. Noch einmal von vorne. Halte deine Feinde nah bedeutet, halte sie im Auge und erschieße sie nicht mit einem Pfeil. Oder bedrohe sie oder, nun ja. Warum sollte man seine Feinde nicht mit einem Pfeil erschießen, wenn es doch die Feinde sind? Nun ja, ihr müsst sicher sein, dass euer Feind dann tot ist. Das ist die Intention, weshalb ich einen Pfeil schieße. Oder nicht ich, aber naja, jemand, der gut darin ist. Und das macht ihr von vorne? Wie barbarisch. Was, wie barbarisch? Das ist doch die einzig ehrenhafte Methode. Nein. Die einzig ehrenhafte Methode ist, den Feind so zu ruinieren, dass er es gar nicht wagt, sich gegen euch zu wenden. Also ein Archifaxus. Nein, gesellschaftlich, finanziell, auf dem Parkett der Gesellschaft. Ja, weil das ja auch eine Motivation für absolut jede Person ist. Moment, wollt ihr jetzt mit eurem Feind tanzen oder ihn im Auge behalten? Ich merke schon, ich bin nicht im Horasreich. Nun gut. Ja, Brecht, man kann nicht alle Feinde auf dem gesellschaftlichen Pack bekämpfen, aber wenn ihr einen Feind angeht, stellt sicher, dass er wirklich tot ist, bevor er es weiß, dass er tot ist. Und ihn von frontal anzugehen, ist die dümmste Idee, die man sich vorstellen kann. Ach so, ihr meint, ich soll subtil vorgehen und ihn von hinten verzaubern? Genau, am besten töten, nicht nur verzaubern. Ja. Widerwärtig, und das bringen sie euch an dieser Akademie im Horasreich bei? Nein, das lernt man auf der Straße. Jeder Sohn einer Adelsfamilie lernt das, das lernt man nicht auf einer Akademie. Auf der Straße? Naja, übertragen im Sinne der Straße, den Häusern. Auf den Häusern? In den Häusern.